Nach meinem Lieblingsobjekt hier im Karl-Marx-Haus gefragt, ist mir spontan diese Malerei von der Geldbörse von Jenny Marx, der Ehefrau von Karl Marx, eingefallen. Warum das? Man kann hier an diesem Objekt unglaublich viele Dinge über die Familie Marx erzählen. Die Geldbörse selbst hat, das kann man hier auch lesen, dazu gedient, das Geld zu sammeln, anzusparen, das man gebraucht hat, um die Verleger zu bezahlen, die Karl Marx Werk drucken sollten. Es war nämlich damals so, dass man einen Verleger selbst bezahlen musste, wenn man wollte, dass das Werk gedruckt wird. Und natürlich hatte Karl Marx ein großes Interesse daran, seine Ideen zu verbreiten. Außerdem kann man hier anhand dieser Geldbörse als Beispiel sehr schön darauf eingehen, dass die finanzielle Situation der Familie Marx in den ersten Jahren ihrer Ehe sehr, sehr prekär gewesen ist. Das lag unter anderem daran, dass Karl und Jenny Marx als Sozialistinnen bekannt waren, als Aufrührer galten und deswegen mehrmals aus verschiedenen Ländern, wo sie gewohnt haben, ausgewiesen worden sind. Und wenn man sich das nun vorstellt, man muss innerhalb von 24 Stunden, mussten die beiden ihr Hab und Gut zusammenpacken, gerade mal raffen, was zu raffen ging und dann das Land verlassen, irgendwo anders neu wieder starten. Das ist schwierig und das ist natürlich finanziell auch immer ein Aufwand und eine sehr, sehr schwierige Situation. Zu der finanziellen Situation, die sich erst so ab den 1860er Jahren dann tatsächlich etwas gebessert hat, schreibt Karl Marx selbst seinem besten Freund Friedrich Engels sinngemäß: Er glaube kaum, dass jemals jemand solchen Mangel an Geld gelitten hat, der sich so intensiv damit beschäftigt hat, wie er selbst das getan hat. Das andere, was man hier sehr schön erzählen kann, und das ist mir persönlich äußerst wichtig, das ist die Rolle der Frauen in der Familie Marx an seinem Werk. Jenny Marx, geborene von Westfalen, hat, das wissen wir, seine Manuskripte in Reinschrift geschrieben, damit die Verleger sie lesen konnten. Karl Marx hatte eine ganz furchtbare Handschrift, klein und krakelig, sie war kaum zu entziffern. Das musste jemand in Reinschrift bringen, denn solche Vervielfältigungsmethoden, wie wir das heute haben, die gab es damals einfach noch nicht. Später haben seine drei Töchter, die älteste Jenny, die zweitälteste Laura und Eleanor, genannt Tussi, diese Aufgaben mit übernommen. Auch sie waren, genau wie die Mutter, überzeugte Sozialistinnen gewesen, haben aktiv in der Arbeiterbewegung gearbeitet und dazu beigetragen. Laura und Jenny haben später auch französische Sozialisten geheiratet. Laura hat Paul Lafargue geehelicht, der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und da sie sehr sprachbegabt war und in Frankreich mit ihm gelebt hat, hat sie dann später auch das Kommunistische Manifest ihres Vaters und dem Werk von Friedrich Engels ins Französische übersetzt. Ganz kurz auch nochmal zu Jenny von Westfalen, der Ehefrau von Karl Marx. Sie war selbst hochgebildet, auch wenn ihr das Studium damals als Frau verwehrt geblieben ist, hochgebildet. Sie soll sehr geistreich, geistvoll gewesen sein. Und ich glaube, sie war ihrem Mann Karl Marx intellektuell ebenbürtig. Die beiden haben sich, das wird auch immer berichtet, sehr schön ergänzt. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie das bei mir zu Hause mit meinem Mann heute ist, wir diskutieren ganz viel, auch über das, was ich hier im Karl-Marx-Haus erzähle oder auch erlebe. Und man befruchtet sich gegenseitig. Es kommen neue Ideen dabei heraus. Und ich glaube, dass das im Falle von Karl und Jenny Marx genauso gewesen ist.